Warum kannst du nicht gleich nach der Party nach Hause kommen? Da fährt kein Bus mehr. Und außerdem bleiben die anderen auch alle über Nacht. Ach, du meinst, Leon bleibt auch über Nacht? Nicht nur er. Eva und Sophie pennen auch da. Mhm. Bereich sauber. 52551. Wir rücken vor. Meldet euch, wenn ihr auf Ausgangsposition seid. Schiff. Das BKA hat sich gemeldet. Die sind davon überzeugt, dass Sasse seinen alten RAF-Kumpel öfter mal mit Papieren versorgt hat. Und jetzt hoffen sie, dass es im Haus irgendwelche Hinweise darauf gibt, wo sich Bongers gerade aufhält. Das hoffe ich auch. Schlaft ihr eigentlich schon miteinander? Was? Ihr, du und Leon, ob ihr Sex habt? Papa. Man hätte wohl noch mal fragen dürfen als Vater, oder? Jetzt lass sie doch. Hauptsache ist doch, dass die beiden auch. Könnt ihr vielleicht aufhören zu diskutieren, mal endlich eine klare Ansage machen? Kann ich da übernachten oder nicht? Okay. Aber du versprichst mir, dass du. Wir schlafen nicht miteinander, okay? Lichtschranke! Scheiße. 5-2 in alle. Zielperson ist gewarnt. Notzugriff. Go! Ich bin's. Bundespolizei, Herr Sasse! Machen Sie die Tür auf oder wir tun es! Die Bullen sind hier. Handy weg! Hände über Kopf! Ihr müsst verschwinden. Sofort Handy weg! Okay. Zielperson ist nicht bewaffnet. Wir müssen von hier verschwinden. Packt eure Sachen zusammen. Ihr Glaube an das Gute macht sie stark. Ihr Mut macht sie zu Helden. Spezialisten. Ein Team. Die DSG 9. Atlas 100552. Zielperson ist festgenommen, aber Sasse konnte über Handy noch jemanden warnen. Warum sagt mir das der Setführer nicht selbst? Weil ich's verbockt hab. Lichtschranke übersehen. Das ist ein Anfängerfehler von Brendorp. Jürgen Bongartz ist gewarnt, garantiert. Damit ist der Einsatz gescheitert. Wir wissen nicht, ob Sasse wirklich mit Bongartz telefoniert hat. Mit wem denn sonst? Mit dem Pizzaservice? Bongartz und Sasse sind alte Kampfgefährten. Die haben alles zusammen gemacht. Die sind zusammen mit der RAF, die haben zusammen Anschläge geplant und sie sind gleichzeitig untergetaucht. Natürlich hat er Bongartz gewarnt. Ja, wahrscheinlich. Das heißt aber auch, dass wir hier wirklich Hinweise auf Bongartz Aufenthaltsort finden müssen. Sonst wäre die Warnung unnötig. Das hilft uns jetzt auch nichts. Bevor die Kollegen das Haus auf den Kopf gestellt haben, ist Bongartz lange ausgeflogen. Was mit dem Handy? Wir sind dabei. Eva.
Hat das ein 10551? 100 hört. Wir haben die SIM-Karte. Ihr seid Helden. Schieß los. Mike, Oscar, November 77 00 23 68. Okay, ich check das sofort. Wir überliefern Sass ans BKA. Negativ. Lasst ihn hierher bringen. Wie? Zur Befragung? Gehört das jetzt zu unserem Service? Ich vernehme Sasse zusammen mit dem BKA. Gut, die letzte Nummer, die angewählt wurde, ist angemeldet auf einen Joachim Bachmann, Simon Meisterstraße 46. Garantiert ein Tarnname. Mama, bitte, ich will in Berlin bleiben. Ach, tut mir leid, Viola, das geht nicht. Aber ich habe Leon gesagt, ich komme heute Abend. Ja, ja. Sklave oder was? Viola, bitte. Atomkraftfreie Zone aus hier. Sicher, dass wir richtig sind? Sasses Anruf hat sie immerhin aufgeschreckt. Allzu lange können sie jedenfalls noch nicht weg sein. Abends vom Bio-Bier mit den alten Genossen, armes Deutschland. Nicht mal wir anständige Terroristen. Hey Viola, ich bin's. Was ist jetzt mit heute Abend? Ich versuch's nochmal auf deinem Handy. Bilderbuchfamilie. Gibt's hier irgendwo Fotos? Nee, keine Fotos. Ein paar Telefonnummern. Gerd, komm mal runter, ich hab hier was. Schwester Herz, was gibt's? Hast du was von Murat gehört? Nein, nix. Heute waren zwei Männer bei mir in der Schneiderei. Was für Männer? Polizei? Ja, LKA oder sowas, keine Ahnung. Was wollten die? Wissen, wo Murat ist. Ich hab ihnen gesagt, dass er sich ewig nicht bei mir gemeldet hat. Hat er Ärger mit den Bullen? Die hatten ihn eine Zeit lang im Visier wegen irgendwelcher Ex-Mandanten von ihm, die nicht ganz sauber sind. Ist aber durch, das Thema. Dachte ich jedenfalls. Hör zu, ich sorge dafür, dass sie dich in Ruhe lassen, okay? Danke. Mach dir keinen Kopf, du weißt ja, wie Murat ist. Hängt bestimmt irgendwo am Strand und hat bloß keinen Bock, sich zu melden. Mach's gut. Bilderbuchfamilie, sag ich dir. Ja, bisschen staubig, aber für jeden was dabei. Was wichtig ist? Murat, dieser Wichser. Erst taucht er für Wochen unter und jetzt macht er Alarm, obwohl er gar nicht da ist. Dein Bruder taucht unter und macht Alarm. Gibt's auch was Neues? Und, fündig geworden? Nichts. So blöd sind die nicht. Nichts, was uns irgendwie weiterhelfen könnte. Kann mir nicht vorstellen, dass eine Teenie-Tochter nicht irgendein Örtchen hat, wo sie geheimen Kram vor ihren Alten versteckt. Jetzt sucht Papi mit Erfahrung.
Das Zimmer meiner Tochter darf ich nicht mal betreten. Papa jetzt aus. Solche Fehler dürfen einfach nicht passieren. Wie sollten wir damit rechnen, dass so ein RAF-Opa immer noch so fit ist? Ich meine, den Verein gibt es seit mindestens 20 Jahren nicht mehr. Ein Neuner muss immer mit allem rechnen. Und dieser RAF-Opa hat sie alle wohl ziemlich dumm dastehen lassen, oder? Winfried Sasse hat vor seiner Verhaftung noch zwei seiner alten Kampfgenossen gewarnt. Jürgen Bongartz und seine Frau Heike Bongartz. Zusammen mit ihrer Tochter haben die beiden in den letzten Jahren in Berlin-Friedenau gelebt. Ihr Deckname war Bachmann. Die KTU hat bei Sasse einen Kreditkartenrolling auf diesen Namen gefunden. Als wie gefährlich sind die beiden noch einzuschätzen? Als äußerst gefährlich. Also, Sasse war eine ziemlich kleine Nummer bei der RAF. Da hat sein Freund Jürgen Bongartz weitergebracht. Er war zusammen mit seiner Frau an drei Bombenanschlägen im September und Oktober 84 beteiligt. Dabei hat es zwei Schwerverletzte und einen Toten gegeben. Peter Wennmacher, einer von uns, ein Neuner. Er war damals einem Politiker als Personenschutz zugeteilt. Das BKA hat DNA-Spuren aus dem Haus der Bongartz mit denen auf den Fragmenten des Zünders von 84 verglichen. Die Bombe, die Wennmacher getötet hat, wurde von Jürgen Bongartz gebaut. Ende der 80er Jahre haben beide den bewaffneten Kampf aufgegeben und sind untergetaucht. Das BKA war ihnen vor 6 Jahren schon mal ziemlich dicht auf den Fersen, aber es ist ihnen beiden gelungen, sich der Verhaftung zu entziehen. Und das darf nicht normal passieren. Ist alles vorbereitet? Noch 10 Minuten. Von Brendorp, Sie werden Helmer zu unterstützen. Wie, verteilst du jetzt Strafarbeiten, oder was? Du bist gleich als Nächster dran. Lies mal die Dienstvorschrift als Z-Führer, hm? Sie bleiben in Bereitschaft. Jula, das Essen wird kalt! Und jetzt? Auch wenn Sasse nichts sagt. Wir müssen hier weg. Bilbao, das sind Leute, die werden uns helfen. So nah waren sie noch nie an uns dran. Du weißt ja, was passiert, wenn sie uns kriegen. Schauprozess. Lebenslänglich für dich, für mich. 10 Jahre mindestens. Ich hole gleich die Pässe. Morgen früh sind wir hier weg. Ich gehe nicht in den Knast. Lieber bringe ich mich um. Heike, dreh jetzt nicht durch, ja? Denk an Viola. Glaubst du, ich denke nicht an sie? Und was aus ihr wird? Glaubst du, es geht ihr besser, wenn wir im Knast sind? Es wird alles nicht passieren. Verstanden? Hast du mich verstanden? Ja. Ich kann dich nicht helfen, Leon. Wir müssen raus aus Berlin. Ich kapiere das nicht. Wieso müssen deine Eltern abhauen? Was haben die gemacht? Kann ich dir jetzt nicht erklären. Dann sag mir wenigstens, wo du bist. In Erlangsberger. Meine Eltern haben da eine Wohnung. Okay, ich komm vorbei. Nein, auf gar keinen Fall. Meine Eltern bringen dich um. Aber ich muss dich sehen. Herrgott, Viola, verdammt nochmal! Ich komme! Okay, ich überleg mir wo und dann melde ich mich nochmal. Viola, wenn ich das Essen will. Schon mal was von Anklopfen gehört? Was versteckst du da? So wahnsinnig. Mit wem hast du telefoniert? Mit niemandem. Und jetzt gib mir das Handy zurück. Mit wem hast du telefoniert? Mit Leon. Was hast du ihm erzählt? Ich habe ihm gar nichts erzählt. Ich bin ja nicht bescheuert, aber kannst mir noch eine knallen, nur zur Sicherheit. Tut mir leid. Du hast ihm wirklich nichts gesagt. Nein, und jetzt lass mich endlich in Ruhe. Sie wird
wird sich schon wieder beruhigen. Bis nachher. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass wir unsere kleine Unterhaltung aufzeichnen, Herr Sasse. Sie sind nachlässig geworden. In einer geschlossenen Ortschaft mit 80 in Radarfalle, das wäre Ihnen vor 20 Jahren nicht passiert. Vielleicht sind Sie einfach nur träge geworden. All die Jahre in irgendwelchen spießigen Reihenhaussiedlungen mit spießigen Nachbarn, spießigen Vorgärten. Immer hübsch grüßen, um nicht aufzufallen. Das schafft einen. Sie müssen es ja wissen. Was ist aus den Idealen geworden, für die Sie gekämpft haben? Aus dem revolutionären Flächenbrand, den Sie auslösen wollten? Ich habe wenigstens Ideale. Wo ist Jürgen Bongartz, Herr Sasse? Jürgen ist Ihnen also entkommen. Wo ist Bongartz? Woher soll ich das wissen? Sie haben telefoniert mit Ihrem alten Freund. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo Jürgen ist. Außerdem will ich meinen Anwalt sprechen. Ich werde mich darum kümmern. Ich wundere mich nur, dass du ein T-Shirt zerschneidest, das ich dir gerade erst gekauft habe. Du nervst, Mama. Hey, haben sie dich aus dem Hotel rausgeworfen? Ich freue mich auch, dich zu sehen. Hi. Ich wollte nur kurz meinen Rasierer holen. Ach so, ich dachte schon, du änderst deinen Stil. Ja, borstig und ungepflegt. Aber ich finde, das steht dir. Das sieht Anhoff aber anders. Ich muss mich rasieren. Dienstliche Anweisung. Sasse, wir wissen, dass Sie nur Waffen besorgt haben, die Wohnung angemietet, Logistik sozusagen. Sie haben niemanden getötet. Und jetzt wollen Sie mir einen Deal anbieten? Ich kann dafür sorgen, dass Sie Ihren Sohn wiedersehen. Stunde nicht meldest, dann schicke ich die Bullen in die Landsberger Allee. Ich liebe dich. Mein Gott, Viola. Das haben wir in Ihrer Wohnung gefunden. Muss ein toller Kerl sein, der Michael. Sportlich. Erfolgreich. College-Abschluss mit Auszeichnung. Mein Sohn geht Sie einen Scheißdreck an. Wollen Sie ihn wiedersehen in diesem Leben? Vergessen Sie es. Ich verrate meine Freundin nicht. Und ob er das tut? Anhäufung von Clusterpunkten, der sieht da immer wieder hin. Danke. Gut, dass er nicht schielt. Tja, im Gegensatz zu dir. Ich sag nur Lichtschranke. Lichtschranke? Muss ich im Unterricht gefehlt haben. Ich brauche sofort eine Aufklärung. Landsberger Ecke Stockhorn. Ich wollte dir
dich eigentlich die letzten Tage schon anrufen, aber ich habe noch nach einem guten Grund gesucht, den ich vorschieben kann. Ich auch. Was ich dir eigentlich sagen wollte, ist, dass ich weiß, dass ich auch eine Menge Fehler gemacht habe. Und Scheiße, ich bin nicht gut in sowas. Finde ich schon. Es gibt Gründe dafür, dass das passiert ist, was nun mal passiert ist. Und ich war nicht oft da für dich und die mit. Hau schon ab. Ach so. Demir macht sich Sorgen um Murat. Er hat schon seit Wochen nichts von ihm gehört und verstehe mich bitte nicht falsch, aber Demir wird langsam wirklich nervös. Hätte ja sein können. Murat und ich haben keinen Kontakt mehr. Okay. Bin 4, bin in Position. Danke, dass du sie gefragt hast. Kein Thema. Klar ist das ein Thema. Es klingt so, als wäre da wieder ein Lichtstrahl am Horizont. Gut, und wann ziehst du wieder ein? Konzentrier dich. Na, dann hoffen wir mal, dass die Information stimmt. Der einzige Butzel, für die Miete bar im Voraus bezahlt wird. Kein Tropfen Wasser verbraucht in über einem Jahr. Nicht mal für die Klospülung. Die Scheiße, ich weiß. Du bist die Schule hier. Leon, meine Freunde. Aber du wirst neu finden. Ja klar, und die sind mit Sicherheit noch viel toller als meine Freunde hier. Was beschwere ich mich eigentlich? Bilbao ist wunderschön. Das Meer liegt direkt vor der Haustür. Es wird dir gefallen. Und irgendwann tauchen dann die Bullen auf, wir müssen abhauen. Die ganze Scheiße fängt wieder von vorne an. Nein, 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 das ist das letzte Mal. Ach, Schwachsinn, das wird nie aufhören. Aber darauf habe ich keinen Bock mehr. Ich will hier bei Leon bleiben. Aber wenn du hier bleibst, dann wird dich irgendwann die Polizei finden. Ich habe nichts gemacht. Ich weiß. Aber was passiert denn dann mit dir? Viola, du bist erst 16. Die werden dich nicht einfach mit Leon ziehen lassen. Die stecken dich ins Heim. Aber der Staat will seine Rache. Und der wird nicht aufhören, uns zu jagen, bis er seine Rache hat. Ja, ja, ich bin klein. Ja. Wie mal klein. Die klingt ja wie meine Deutschlehrerin. Und wir rücken hier an mit 3 Sets. Frank hat recht. Anhoff übertreibt. Weißt du, wie die drauf ist, wenn sie fertig ist mit Diskutieren? Eine Leiche haben die schon im Keller. Was ist eigentlich das Problem? Ich denke, ihr habt niemanden umgebracht. Das interessiert diesen Staat nicht. Und der tote Polizist, von dem Sie in den Nachrichten erzählen? Lüge. Die wollen deinen Vater zum Mörder machen. Aber Papa und ich, wir haben nie jemanden umgebracht. Also entweder ist Papa Bongartz einer von der ganz schweigsamen Sorte oder der ist gar nicht in der Wohnung. 5-4 von 5-2. Wir können hier von unserer Position ZP2 und die Tochter akustisch und visuell ausmachen. Nichts von ZP1. Auch im vorderen Bereich der Wohnung nichts zu sehen. Keine positive Identifizierung von ZP1 möglich. Atlas 100 von 5-1. Lage unklar. Positive Identifizierung von ZP1 nicht möglich. Können lediglich ZP2 und die Tochter von hier aus ausmachen. Verstanden, 5-1. Wir greifen trotzdem zu. Aber wir wissen nicht, ob Bongartz in der Wohnung ist. Wenn wir noch länger diskutieren, haben wir bald eine mobile Lage. 100 an alle, freigegeben. Verstanden, 100. Noch nicht. ZP2 befindet sich im Wohnzimmer. Sie verlässt das Wohnzimmer.
Jetzt. Atlas 100 von 51. Weibliche Zielperson festgenommen. Vermutlich Heike Bongartz plus Tochter. Was ist mit Jürgen Bongartz? Negativ. Befindet sich nicht im Objekt. Verstanden, 51. Sieht aber so aus, als käme er demnächst zurück. Die Frau war gerade im Begriff, den Tisch für drei zu decken. 6-0 und 7-0 soll sich zurückziehen. Gab, du und deine Männer, ihr bleibt in der Wohnung. Wie? Sollen wir die Frau und die Tochter nicht von ihr wegbringen? Negativ. Wenn Jürgen Bongartz zurückkommt und das mitkriegt, setzt er sich sofort ab und das dürfen wir nicht riskieren. Verstanden, 100. Es hat gar keinen Sinn, dass Sie hier warten. Jürgen wird nicht kommen. Warum sind Sie sich da so sicher? Weil wir verabredet haben, dass wir uns trennen. Immann wird kommen. Das wissen wir beide. Wo ist denn dein Papa? Keine Ahnung. Viola? Hey, bist du da? Viola wird nicht kommen. Wird auch nirgendwo mit dir hingehen. Ich hab sie nicht verraten, Herr Bongartz. Ehrlich. Wird ja auch nichts passieren. Du bleibst jetzt erstmal hier. Stimmt das, was Sie in den Nachrichten sagen? Sind Sie wirklich ein Terrorist? Die nennen uns Terroristen, weil wir gegen das System gekämpft haben. Gegen die Ausbeutung der Arbeiterklasse. Verstehst du das? Leo, der Typ da auf deinem T-Shirt, weißt du, wer das ist? Keine Ahnung. Kurt Cobain? Das ist Che Guevara, der kubanische Revolutionär. Mein Gott, in sowas hat sich meine Tochter verliebt. Ich habe nichts getan, ihr könnt mich hier nicht einfach so festhalten. Das ist zu deiner eigenen Sicherheit. Kann ich wenigstens Musik hören? Klar. Ich muss mal aufs Klo. Okay. Pinkeln darf ich noch allein, oder? Aktueller Hinweis der Polizei. Gefahndet wird nach Heike und Jürgen Bongartz, auch bekannt unter dem Namen Bachmann.
bewaffnet und werden als sehr gefährlich eingestuft. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Und nun folgt eine genaue Personenbeschreibung. Und nun zur Heike Bonker. Sie ist Mitte 40, circa 1,68 groß. Welche von den Damen war im Bad? Die Kleine. Schön. Sie hat das Fenster angekippt. Als Warnung für ihren Papa. Deshalb taucht er auch nicht auf. Atlas 100 von 5,1. Bonker ist das vermutlich warm. Hast uns an die Bullen verraten, ne? Miese kleine Ratte. Ich hab gar nichts gemacht. Sie müssen mir glauben. Scheiße, Mann. Was haben Sie vor? Du sagst, du liebst meine Tochter, hä? Du sagst, du liebst meine Tochter! Bitte schön. Danke. Und, kriegst du jetzt Ärger? Keine Sorge, alles im grünen Bereich. Aber es war trotzdem eine Scheißaktion. Tut mir leid. Was passiert jetzt mit meiner Mutter? Erstmal wird sie verhört. Aus der kriegt ihr eh nichts raus. Chef, wegen des Einsatzes vorhin. Ach, alles im grünen Bereich. Mein Name ist Arnold. Ich bin Kommandeur dieser Einheit und ich leite diesen Einsatz. Wo ist meine Tochter? Ich will mit ihr sprechen. Sie können mit ihr sprechen, sobald Sie mir ein paar Fragen beantwortet haben. Wo ist Ihr Mann, Frau Bongartz? Das weiß ich nicht. Gut, dann anders. Wo wollten Sie und Ihr Mann hin? Die RAF hat sich aufgelöst, schon lange. Sollten Sie doch eigentlich wissen. Wieso haben Sie dann auf meine Männer geschossen? Das war Notwehr. Sie und Ihr Mann haben lange genug die nette Familie von eben angespielt. Im Oktober 84 wurde ein junger Beamter von einer Bombe getötet, die Ihr Mann gebaut und gezündet hat. Sie haben ihm dabei geholfen. Und dafür werden Sie beide Ihre Strafe bekommen. Mein Mann hat niemanden getötet. Das können Sie Ihrer Tochter erzählen. Wir haben Beweise. Ihr Mann ist ein Mörder. Der Mörder von Peter Wendmacher. Vater zweier Kinder. Mich würde echt mal interessieren, warum der Alte so hinter dem Bongartz her ist. Er ist Rita Sasse persönlich durch den Wolf, noch vor dem BKA und jetzt auch noch die Frau. Der tote Beamte damals, Wendmacher, das war ein Kamerad von Anhoff. Er musste der Witwe die Todesnachricht übermitteln. Was gibt's? Jürgen Bongartz hat sich gemeldet, über unsere Homepage. Der hat mir eine E-Mail geschickt. Ist Ihr Freund von der Kleinen. Herr Bongartz will, dass Sie seine Frau und seine Tochter freilassen. Wenn Sie das nicht tun, dann wird er mich töten, hat er gesagt. Ein Fahrer soll seine Frau, Viola, zum Hauptbahnhof bringen. 19 Uhr, Eingang Humboldthafen. Kein Peilsender, keine andere Scheiße. Bitte, lassen Sie Viola und Ihre Mutter frei. Ich will nicht sterben. Bitte. Mit einem Handy aufgenommen. Laut Timecode vor knapp 2 Stunden. Wo hat er denn den Sprengstoff her? Ein Klassiker, Waffendepot. Damals angelegt für den Notfall. Was war denn das für ein merkwürdiges Geräusch da am Ende? Ein Geräusch? Bitte. Lassen Sie Viola und Ihre Mutter frei. Ich will nicht sterben. Bitte. Die Jungs von der Technik sollen nochmal reinhören, ja? Bender hier. Check doch bitte nochmal das Ende der Nachricht. Da ist irgendein Geräusch im Hintergrund.
Ja, so ein Brummen. Ich glaube, der blufft. Der wird doch den Freund der Tochter nicht umbringen. Bongatz blufft nicht. RAF-Opa, ihr habt die Typen nicht erlebt damals. Sprengsätze und Verkabelung am Körper des Jungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit authentisch. Älteres Datum zwar, sieht man an den Zündern, aber das ist ein solides Zeugs. Es wird trotzdem keinen Austausch geben. Wir müssen den Jungen finden. Bis dahin tun wir so, als ob wir seine Forderungen erfüllen. Mama, was ist los? Dein Vater holt uns hier raus. Wie, er holt uns hier raus? Wo fahren wir denn hin? Dazu darf ich dir nichts sagen. Tut mir leid. Ich will wissen, was hier los ist. Atlas 1551. Mutter und Tochter sind auf dem Weg zum Wagen. 5-5 wartet auf dein Go. Verstanden. Gib, du und Demir, ihr haltet Abstand. Bongatz wird eh nicht glauben, dass wir wirklich auf seine Forderungen eingehen. Der euch bemerkt, wird er den Jungen töten. Verstanden, 100. Also diskret. Und? Zweimotorige Turboprop-Maschine im Landeanflug. Als das hier aufgenommen wurde, befand sich nur ein solches Flugzeug im Anflug auf Berlin. Tempelhof. Tempelhof? Die Einflugschneise ist riesig. Jep. Aber die Jungs von der Technik haben noch ein zweites Geräusch ausgefiltert. Einen Rasensprenger. Direkt an der Einflugschneise, nordöstlich. Da gibt's eine Schrebergartensiedlung. Na, Datsche, das ist ja scheiße. Versuchen wir ewig, bis wir ihn finden. Beeilt euch, wir haben 30 Minuten bis zur Übergabe. Annähern über Ostseite. Langsam. Was hat er getan, damit wir uns gehen lassen? Gedroht, jemanden umzubringen oder ein Gebäude in die Luft zu sprengen? Das würde dein Vater niemals tun. Ach, weiß ich das. Du hast doch vorhin auch sofort geschossen. Das war Notwehr. Für wie blöd hältst du mich denn? Von wegen, es ist alles Propaganda und das System will euch fertig machen. Das ist alles die beschissene Wahrheit, was sie über euch erzählen. Glaubst du mir jetzt, ich weiß das nicht längst? Atlas 10552, melde Eintreffen am Einsatzort. Beginnen mit Durchsuchen. Biegt links in die Itzakrabinen. 72, ihr fahrt Feuer in die Alexanderstraße. 6-1, ihr folgt, aber bitte haltet Abstand. Sauber. 5-3, Frage, Position? Wir sind Altmoabit Richtung Hauptbahnhof. Biegt rechts in die Otto-Bismarck-Allee. Der Polizist damals hatte eine Frau und zwei Kinder, Mama. Wir haben an unsere Sache geglaubt. Wir mussten Opfer in Kauf nehmen. 5-1, links in die Rahel-Hirschstraße. Verstanden, 100. Viola, das ist doch alles schon ewig her. Dein Vater und ich, wir wollen jetzt einfach nur in Ruhe leben. Ihr habt Scheiße gebaut, verdammt nochmal. Richtige Scheiße, steht doch endlich dazu. Negativ, rücken weiter. Polizei! Ist gerade reingekommen. Danke. Atlas 10552, wieder negativ. 52, neues Ziel. Römisch 523, das war mal die Parzelle von Bongards Nachbarn. Verstanden. Schnell, bevor 55 den Übergabepunkt erreicht. Leon, sei ganz ruhig, wir sind hier, um dir zu helfen. 5-2 in alle, wir haben ihn. Sehr gut, Jungs. Ganz ruhig. Kaspar? Werde ich sterben?
Hier wird niemand sterben. Erstatten Sie Meldung. Komm raus, los, Beeilung. 5-5 von 100. Wiederhole, erstatten Sie Meldung. Der Wagen steht. Platine mit Kurzschlusszündung. Das ist eine seiner leichtesten Übungen. Che Guevara, cooles Shirt. Viola, komm. Viola, komm jetzt raus. Stehen bleiben! Keine Bewegung! Waffe runter! Oder der Junge stirbt! Nichts. Fahr ihr rechts, wir schneiden ihm den Weg ab. Lass sie sofort das Handy fallen! Viola, komm jetzt! Viola! 5-5 von Atlas 100. Ist der Junge gesichert? 5-5 von 100. Negativ. Bongatz darf den Zünder nicht aktivieren. Finaler Rettungsschuss freigegeben. Lass sie die Waffe fallen! Lassen! 100 von 55, wir brauchen sofort einen RTW! Opa. Meine Schwester hat mir erzählt, dass Sie sie belästigt haben. Hören Sie, wir haben Ihren Bruder gefunden. Was? Wir brauchen Sie zur Identifizierung. Okay. Was ist denn los? Es geht um meinen Bruder. Sorry, muss abhauen. Bist du älter geworden? Hast du noch was vergessen? Ja. Was denn? Eine Kleinigkeit. Peters Mörder. Wir haben ihn heute Nachmittag in Mitte verhaftet. Thank you.
18 Jahren.